Guck dir das an. Da haben wir Ölverlust. Fake Sound? Ja. Beim Diesel, okay. Ey, die hat er schon. Hier siehst du, wie die Querlenker richtig kaputt sind. Ja, ja. Der wurde mal komplett zerlegt, glaube ich. 370.000 und das Auto sieht von unten aus. Heute etwas früher anfangen, das ist schön. Ich muss mir aber trotzdem noch mein Auto anschauen. Ein A5 macht vorne Geräusche, der zittert. Kann ja sein, dass die ersten Gelenke oder so sind oder irgendwas, keine Ahnung. Ist ja immer Pillepalle so. Felgenschloss habt ihr, ne? Aber hebt ihr erstmal hoch und lasst ihn anschauen. Willkommen meine Kfz, tut sich schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil wir werden heute unseren Audi zum ersten Mal von unten anschauen. Falls das den einen oder anderen interessiert, warum ich mich für diese Farbe entschieden habe. Weißt du, was für eine Farbe das ist eigentlich? Aber wer mich jetzt schon länger verfolgt, weiß ja, dass der ML55 AMG die gleiche Farbe hat wie der hier. Also Daytona. Daytona. Wow. Wie schön und gepflegt ich das immer sage. Stimmt ja. Daytona Grau, das ist matt und das ist glänzend. Das ist die gleiche Farbe. Ja, ich meine, matt sieht jetzt auch gut aus, wenn man den jetzt wäscht. Bisschen dreckig. Wir werden ihn heute von unten anschauen. Alter, wusstest du das? Mhm. Gedrückt halten. Geht das Ding hoch. Ist das nicht üblich? Nein. Einmal drücken, dann geht das runter. Oh. Aber weißt du, was geil ist bei dem? Guck dir die Blinker an. Wir haben dynamische Blinker hier drin. Das hat eigentlich vorpflichtig gar nicht, ne? Der hat irgendwie ein Modul eingebaut, wie auch immer, ich weiß es nicht. Also wurde das nachgerüstet? Oder wie? Das wurde nachgerüstet. Könnte ich den ganzen Tag machen. Also ich bin mit dir jetzt 400 Kilometer gefahren. Wir haben ja unsere Lixab-Hebebühnenleuchten. Und da hat der liebe Sebastian sowas hier geschickt. Das ist eine Dimmerfunktion für die Hebebühnenleuchten. Und dann hat man hier noch eine Fernbedienung. Dazu. Oh, mit Fernbedienung? Mit Fernbedienung. Diese Fernbedienung ist schon eingestellt. Wir haben hier drei Anschlüsse und hier einen Anschluss. Da oben, diese drei Anschlüsse machen wir ab. Das sind die Lichter. Die machen wir dann hier dran. Und dieses eine machen wir dann da dran. Da ist er ready. Das heißt, Alexa, mach Bühne 1 aus. Also Reihenfolge ist ja auch egal. Ne? Also die drei, die wir abgemacht haben, kommen dann hier rein. Dann machen wir nur den einen hier drauf. Somit ist der zu Ende installiert. Machen wir den jetzt erstmal so. Und das Ding ist aus. Ja. Jetzt machen wir den an. Jetzt geht er an. Und jetzt gucken wir mal, Dimmerfunktion. Hoho! Hammer! Der ist doch noch heller. Ja! Hammer! Also durch das Teil hier ist es noch heller geworden, oder? Das kann ja sein, dass er dann noch mehr rausholt. Kabel muss ich natürlich wieder schick machen, ne? Geil. Also Lixab kann ich euch nur empfehlen. Ist alles unten verlinkt. Ihr kriegt natürlich 10% Rabatt. Einfach alles in den Warenkorb legen und dann wird natürlich euer Rabatt sofort abgezogen. Scheibenklötze sind tot, Bremssattel hängt fest. Ach, guck mal die Klötze von hier an. Die Klötze sind verbrannt. Die lösen sich schon auf. Der hat so viel Litze drauf gehabt. Und die Klötze sind noch wie neu. Scheibenklötze. Bremsscheibenklötze und ein Sattel vorne links. Jo, machen wir fertig. Wir gucken uns den Audi jetzt an. Hier, ich habe schon meinen Schlüsselanhänger drauf. Ne, typisch türkisch. Reifenwechselmodus an. Können wir den jetzt hochheben? So, das habe ich natürlich auch da schon gemacht, aber ich konnte echt nichts Auffälliges sehen. Aber natürlich bei 400.000 kann ich mir nicht vorstellen, dass er jetzt spurlos an dem vorbeigegangen ist. Aber der sieht ehrlich aus, das ist gut. Turbo wurde, glaube ich, erneuert. Ne? Das sieht mir so ein bisschen... Echt jetzt? Neumäßig aus. Hier eine Düse oder Öl. Ja, Düsenundicht kann bei dem auch sein. Auf der Seite hier die Düse. Die ist so leicht undicht. Ne? Das müssen wir anschauen. Und hier am Krümmer. Guck mal, der Hitzeschutzblech. Ich wurde mal hier ein bisschen bearbeitet, warum auch immer. Ansonsten sehe ich nichts Auffälliges. Das ist schon mal sehr gut.
Ja, hier die Schläuche, die sind neu dazugekommen. Das ist, wir haben hier eine Standheizung mit App steuerbar. Ne? Ich habe ja eine Standheizung eingebaut, ja. Die für 280 Euro. Mhm. Und ich bin in dem Tag mal gekommen. Zufällig ist der angegangen. Ganz ehrlich, der war auch nicht leise. Das sind originale Leute, ne? Und weißt du, was geil wird? Wir können unsere China-Stadtheizung, die 280 Euro kostet, mit denen hier vergleichen. Wer macht schneller warm, wer ist lauter? Das wird mich interessieren. Braucht länger? So, motortechnisch sieht er gut aus. Eine Düse ist undicht, habe ich gesehen. Leute, das Problem ist, dieser Motor ist natürlich vollgepackt. Ne? Desto neuer das Auto, desto vollgepackter ist es. AGR, was weiß ich, hier nochmal Schläuche, da nochmal Schläuche, da nochmal Drahtklappe, das noch und dies noch. Da könnt ihr nicht viel sehen. Das Problem ist, da musst du viel abbauen, um den richtig anzuschauen. In der Inspektion werden wir natürlich ausführlich das Ganze besprechen, was hier alles kaputt ist oder was alles kaputt gehen kann. Das werden wir so alles erneuern. Also bei so einem Auto braucht ihr nicht wackeln, Leute. Ihr könnt das nicht sehen, wenn hier was kaputt ist. Merkt ihr nicht. Und die Schraube hier. Guck mal, die Schraube sieht sehr alt aus. Das ist eine Eugen, das ist eine Originale. Also, ist das hier? Das ist eine A-Punkt-Schraube? Ja, guck mal, die sind noch original. Audi-Zeichen, siehst du das? 370.000, das Ding ist noch original. Wahnsinn. Luftfahrwerk sieht gut aus. Vorne die Bremsen scheinen eigentlich in Ordnung zu sein. Der hat auch einen schönen Lack, ne? Der hat schwarz, hat er den lackiert. Sehr dezent. Ja, passt. Passt. Oder Antrazit wahrscheinlich. Hinten die Bremsen sehen nicht in Ordnung aus. Neue Bremsen kommen. Neue Bremsen. Und hinten ist das ja auch so geil, ne? Stoßdämpfer plus Luftfahrwerk. Ich sehe da schon was. Okay. Guck mal, wir haben Soundgenerator drunter, Eidosch. Oh. Aber die funktionieren nicht. Oder ey, kann das sein, dass man das aktivieren muss? Das weiß ich nicht. Guck mal hier, hier siehst du das, das ist ein Soundgenerator. Das ist ein Generator. Das ist für deinen V8-Sound. Echt jetzt? Also so ein Fake-Sound? Ja. Beim Diesel, okay. Ey, die hat er schon. Das sind Originale, ne? Ey, krass. Ich dachte, die hat nur Biturbo. Anscheinend haben die das schon. Aber der funktioniert bei mir nicht. Okay. Also das müssten wir uns nochmal anschauen. Also hast du es nicht gehört bisher? Ah, guck mal, hier. Der wurde schon bearbeitet. Siehst du das hier? Der wurde schon bearbeitet hier. Also höchstwahrscheinlich kaputt. Die Seite auch, guck mal, auch haben die auch bearbeitet. Ja, ist wahrscheinlich kaputt. Und warum ist der hier so? Den bin ich ganz fest. Ja. Ja, also die Stoßdämpfer hinten sehe ich schon mal. Die sind tot. Das sind noch die ersten. Also die sind sowas von tot. Das Wirklich? Sind die ersten Querlenker, ja. Oh, guck dir den Motor an, Eidosch. Wow. Ah, guck mal hier, von hier, Motorseite. Guck dir das an. Da haben wir Ölverlust, Ventildeckeldichtung, wird von oben kommen, von der Schräge hier runter. Ja, sieht auch sehr schön aus. Getriebe ist leicht am Ölen. Okay. Also, der hat echt noch die originalen Gelenke. Ne? Oh, Stabi also, ist kaputt. Siehst du sofort? Ja, hier so leicht vom Gummi her. Mhm. Ansonsten. Hier siehst du, wie die Querlenker richtig kaputt sind, an der Seite hier drin. Ne, hier ist er voll gerissen. Man wird keine Funktion mehr haben. Hier auch, hier ist er auch gerissen. Ach, guck mal hier, Eidosch, guck. Das ist ja Hydrolager hier drin. Und guck mal, du kannst hier reindrücken. Der ist ausgelaufen. Der hat reindrücken null, kannst du ja, ja, guck mal, der hat hier null Funktion, siehst du das? Ja, bewegt sich, das darf sich nicht so bewegen. Nein, hier auch. Ach, der ist sogar hier noch schlimmer. Achtung, das kann das Poltergeräusch gewesen sein, ja. Was du gehört hast? Ja, ja, das sind die. Also die Querlenker sind durch. Vorne, hinten, Querlenker sind durch. Hier auch. Er hat die ersten Querlenker drin. Dieser Traggelenk wurde, glaube ich, erneuert. Die Antriebswellen von dieser Maschine leiden auch sehr, sehr stark. Da müsst ihr auch immer aufpassen. Aber das merkt ihr, wenn ihr den fährt. Wenn ihr so ein Zittern habt, ab 120, 130, das ist ganz leicht. Mhm. Kann aber auch die Kardanwelle sein. Ich kann auch einen weg haben. Ey, das Getriebe wurde mal irgendwann mal aufgemacht, ne? Achte mal. Richtung? Ja, ja. Der wurde mal komplett zerlegt, glaube ich. Was bedeutet das? Nicht gut? Nö, das ist ja bei 370.000. Kann da mal der ein oder andere Getriebeservice mal ein
passiert sein, ne? Also ehrlich, 370.000 und das Auto sieht von unten aus, als hätte er 150.000 gelaufen. Die Achse, Krankheit. Das ne? ist dieses Typische, was wegrostet. Genau. Ne? Was ist? Anhängerkupplung haben wir ja auch. Versteckt. Ja. Sehr schön, wenn man wirklich mal sowas braucht. Der Wagen wurde auch 30 mm tiefer gelegt. Ob da jetzt ein Modul drin ist oder so, das kann ich nicht sagen. Da müsstest du mal, ich glaube, bei dem ist der Modul vorne rechts, beim Beifahrerseite, der dann halt 30 mm tiefer gelegt ist. Kann auch sein, dass sie es einfach nur kodiert haben. Ne? Ich bin beeindruckt, ehrlich. Motortechnisch, wow. Wow, 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 wow. Kein Wasserverlust, kein Ölverlust. Also Ölverlust haben wir auch nicht, oder? Nein, also ist Wahnsinn. Also richtig geil. Ach, guck mal, was ist das denn hier? Was ist das? Warum war der denn so? Ja. Ein bisschen verbogen, oder? Ja. Auch hier. Ja. So zurechtgebogen. Ja. So sieht das aus. So wieder hässlich, ne? Also ich bin beeindruckt. Also ich habe ja nicht wenig dafür bezahlt. Aber ich muss ja sagen, es ist ja der günstigste in dieser Ausstattung. Sagen, guck mal, der sieht von außen noch sehr gut aus. Der lässt sich noch sehr gut fahren. Nur diese Poltergeräusche, die ich leicht habe, und das darf er nicht haben. Egal, ob er tiefer ist oder nicht, egal, ob er 20 Zoll hat oder nicht. So die leichten Poltergeräusche, wenn ich die auch noch wegkriege. Aber das sind jetzt die ersten Gelenke. Ersten Gelenke. Und ich wusste nicht, dass wir aktiv Soundsystem haben. Vielleicht können wir da ja auch mal was machen. Also die funktionieren deiner Meinung nach nicht, ne? Nein, da hätte ich ja gehört. Da hättest du ja richtigen Verhorzaub. Ist das richtig so? Richtiger Verhorzaub, das ist Wahnsinn. Aber das haben wir auch. Und wenn wir was haben, möchte ich auch, dass es funktioniert. Okay. Das ist aber auch die Qualität von Audi. Das Auto hat nicht umsonst, ich sag mal, vor 12 Jahren fast 100.000 Euro gekostet. Ich fahre so gerne damit und ich muss ja sagen, ich bin ein Audi-Fan geworden. Ich bin noch nicht gefahren gerade. Du fährst auch nicht damit. Warum nicht? Darf ich mal so ein bisschen eine Runde? Warum sollst du denn damit fahren? Warum soll ich denn nicht fahren? Ich dachte, du wolltest dieses Jahr unfallfrei bleiben. Du fährst schön den Golf. Denkt an nichts ab. Wenn ihr das bestellen wollt, alles unten verlinkt. Und danke nochmal, Sebastian. Und Dankeschön, Eidosch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kraftzentrum. Bis dann. Ciao. Eidosch. Ich komm, fahr eine Runde. Ja. Aber nur mehr als Mitfahrer, ne? Eine Runde. Mitfahrer. Komm.